Wir waren im Sommer in Kroatien und haben verschiedene Leute besucht, auch den Frog. Und in der Messe, nach der Predigt, sagt er: So, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Da war ein kleines Mädchen, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren Eltern flüchten musste. Mit nichts sind sie weg. Sie haben in Österreich wieder eine Heimat gefunden. Das Mädchen ist erwachsen geworden, hat eine Familie gegründet. Und im Jahr 91, wie bei uns Krieg war, hat sie uns angerufen und gefragt, wie es uns geht, ob wir Hilfe brauchen. Ich habe natürlich gleich gesagt, ja, wir brauchen Hilfe, es geht uns sehr schlecht. Sie hat zu sammeln begonnen in Österreich, hat einen Laster nach dem anderen voll beladen, zu uns geschickt, mit lauter nützlichen Dingen. Sie hat uns nicht vergessen. Inzwischen sind es schon 146 Lastautos geworden. Geduld und Gottvertrauen. Also ich muss immer wieder sagen, es war eigentlich ein besonderes Erlebnis, auch für mich. Ne? So etwas habe ich noch nie gemacht. Ne? Ich auch nicht. Nie gesehen. Also, ich werde es nie vergessen. Es war wirklich ein. Es waren manchmal traurige Sachen, aber an und für sich war es wirklich ein schönes Erleben. Also ich muss sagen, ich war schon ein bisschen skeptisch und ich kann mich nur so gut erinnern, wie wir dann den ersten Laster eingeräumt haben, wie wir alle halt froh waren, dass da so viele Güter da waren, die wir aufladen können. Und das war einfach, ja, es war für uns auch ein schönes Erlebnis. Und dass das dann sich so fortsetzt, das hätte ich eigentlich nie gedacht. Mhm. Da habe ich mir gedacht, na Mariam, es ist schon laufend was zugekommen, aber ich habe mir gedacht, nein, ich weiß nicht, oft haben Sachen dabei gewesen, wo die ganze Schachtel schmeißen was können, weil da haben sie zugepickt und zugebunden und alles, und drinnen waren so Fetzerl und so Zeug, also das war. Dann haben wir viel Wäsche gewaschen mit, haben wir gewaschen, weil es so schier war und geflickt und alles. Aber es war schon mühsam am Anfang. Und dann ist es aber eigentlich, nach dem ersten Ding ist es eigentlich laufend gegangen dann. Also da ist dann mehr zugekommen. Also schöne Sachen, was Tuchen und Möbeln und Öfen und so Zeug. Also das ist dann schon. Ja, am Anfang hätte man das eigentlich fast nicht für möglich gehalten, dass so eine große Aktion draus wird. Aber dank deiner Mutter, die eben da wirklich ihren ganzen Ehrgeiz dahinter gesetzt hat, ist das wirklich eine große, bewundernswerte Aktion geworden. Und wünschenswert, dass die auch weiterhin so bleibt. Thank you.
Ja, wir haben uns eigentlich durchs Kirchengehen und so haben wir bekannt worden und haben wir dann eigentlich hat's gesagt, ob mich das interessiert, ob ich helfe. Und gesagt, ja, nicht weiters, weil Zeit gehabt habe ich. Weil mein Mann war noch in der Arbeit damals, da ist dann nicht so gewesen, dass ich Vormittag unbedingt daheim sein müssen. Kinder waren in der Schule, also da ist das eigentlich leicht gegangen. Meine Tochter war damals 3 und ich habe sie im Fall gehabt, dass das Kindergarten herbracht und habe mir dann gedacht, den Vormittag könnte eigentlich da mithelfen. Und bis 12, wie es wieder zum Abholen war, also war das eigentlich dann gut genützt und habe da mal ein bisschen mitgeholfen und jetzt bin ich glaube ich schon das 8. Jahr dabei. Und man merkt eigentlich, dass, ja, dass das was bringt und das eigentlich eine gute Aktion ist und dass die Sachen immer mehr werden, dass man das gar nicht irgendwie abstellen kann. Und der Montagvormittag, das ist schon fix eingeplant. Ich habe mal was hergebracht. Ich habe eigentlich von der Aktion nichts gewusst. Und da habe ich gelesen, ja, da wird gesammelt und dann haben sie so viele Sachen gehabt den Tag, dass ich gesagt habe, na, okay, da könnte ich auch helfen, weil ich habe jetzt Vormittag eh nur dabei nichts zu tun. Ich bin zwar verheiratet, muss für meinen Mann kochen, aber das geht dann eh schnell. Ne? Praktisch hast du mich mal angeregt, ob ich helfen, der helfen konnte oder wie. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, wenn ich Zeit habe, machen wir das. Ja. Und so ist das zustande gekommen. Ne? Mhm. Und dann hat sie mit den Rahlen ein bisschen angefangen. Das, ne? Und dann die Rahlen, die haben sie repariert. Ne? Bestens. Und, ja. Und uns dass geschenkt. Dass sie wieder betriebsfähig waren. Ne? Ja, nein, und das waren bei jeder Ladung waren ein paar Radeln von dir dabei. Ja, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein wenig weniger, ne? Das ist verschieden, wenn das halt angefallen sind. Ne? Genau. Mal kurz vor Weihnachten gewesen, weil wir geladen haben. Nicht? Und dann sind ziemlich viele Spielsachen und auch Süßigkeiten für Kinder dabei gewesen. Nicht? Ich meine, das ist dann auch irgendwie Genugtuung gewesen, mhm. dass Kinder in dem Land, wo es nicht so gut geht, als wir bei uns, nicht? Dass die auch was haben. So. Wie gesagt, das Schönste ist wenn es wieder geglückt ist, dass ein Lastwagen voll geworden ist. Dass alles funktioniert hat, dass alles rechtzeitig zusammengekommen ist, dass die Leute geholfen hat. Beim Runterfahren war es sicher das Schönste für mich, dass man es gesehen hat, wie es ankommt. Das ist ein wesentliches Motiv, wenn es so weiterarbeitet dann. Das wird gebraucht, das hat einen Sinn, wenn man das tut. Wir haben auch das eine oder andere gesehen, was wir runtergeschickt haben.
Zum Beispiel unsere alte Kindergartentüre, die im Zuge der Renovierung erneuert worden ist, und die alte Tür ist eben dann runtergeschickt worden und die haben es dort als Kirchenportal eingesetzt. Und wenn man dann vor der Tür steht, die ich ja x-mal in der Hand gehabt habe aufgrund meiner Kinder, die in den Kindergarten gegangen sind, und so wäre es weggeschmissen worden, und dort findet es eigentlich, hat es noch einen guten Zweck erfüllt. Und die Freude, was sie damit haben, dass sie da jetzt da so eine schöne Tür haben für ihre Kirche. Und das war eigentlich schon sehr berührend. Der hat das so gesehen, also so den Menschen durchsichtig hat er gesehen. Ja. Und der hat gesagt, wenn er den Kaffee sieht, man kann ihn nicht geben. Also er hat nicht gesagt, sieht man. Er hat gesagt, das findet sich ein Blumpen im Mo, wenn man ein Kaffee ein bisschen nicht gibt. Ist das Blumpen schon rund? Ja, das ist nicht ungesund, hat er gesagt. Und seitdem trinke ich meinen Kaffee immer schwarz und ich finde in der Früh. Du warst mehrere Kuh. Ich habe mir immer Milch eingegeben und ich finde, dass mir in der Früh immer schon besser geht. Nach dem Frühstück, weil ich auch noch Milch mehr einen Kaffee ist. Ja, das ist echt wahr. Ich trinke nur mehr schwarz. Und dann war diese Gruppe auch so nett, diese Gemeinschaft. Hat man sich so wohl gefühlt. Ne? Ja. Und wenn dann ein Bus wieder weg ist, war man ja auch ein bisschen stolz, dass man dazu beigetragen hat. Ne? Mhm. Und noch mehr Freude beim Einpacken hatte ich nach der Rückkehr von unserem Ausflug. Ne? Da hat man erst so bewusst, hat man so gesehen, wie notwendig sie das brauchen. Wie dankbar sind sie. Also war das mit noch mehr Freude eigentlich gemacht. Ne? Ja, der schönste Moment war dann, also wie wir den ersten Lastwagen gelohnt gehabt haben und wir weg waren und wie wir die erste Nachricht gekriegt haben, also dass alles brauchen haben, Kind und Freude gehabt haben und dass wir eben, dass wir das helfen haben können, dass wir das zustande gebracht haben, dass wir angefangen haben überhaupt. Dass die Rosi das so übernommen hat, weil es ist ja auch kein einfaches Ding, wenn am Anfang, wenn es nicht weiß, mit dem Zoo und mit der Ding alles, mit der Abfertigung und das. Ich habe eine Cousine in Giacovo, die Maristella, in Giacovo im Kloster, und die hat mich angerufen und hat gesagt, bei uns wird Krieg, wir spüren das, wir sollen für sie beten. Und ja, ein halbes Jahr drauf, so ungefähr, hat der Krieg begonnen. Und dann habe ich eben ihre Schwester, die ist in Zagreb, die ist auch Cousine von mir, angerufen und die hat gesagt, sie haben das Haus voller Flüchtlinge, wie eben der Krieg begonnen hat. Und ob wir ihnen helfen können. Und dann habe ich eben Pakete gemacht, habe in meinem Bekanntenkreis gesammelt, Kinderbekleidung, Unterwäsche und so weiter. Und habe Pakete runtergeschickt. Und immer ein bisschen Schokolade und so auch dazu. Und da habe ich ungefähr 10 Pakete geschickt. Und das war so teuer. Und das habe ich gesagt, nein, das geht nicht mehr. Da müssen wir was anderes. Und dann haben wir eben unseren Renault die hinteren Sitze raus und haben den vollgestopft mit Schachteln und sind runtergefahren. Und die Cousine, die hat es dann auch in die Pfarre gebracht und einen Teil bei sich daheim für ihre Flüchtlinge. Und dann haben wir gedacht, jetzt der Eva helfe ich, die rufe ich dauernd an. Und die Mari, die ist ja noch viel östlicher, dort tobt ja der Krieg. Jetzt möchte ich wissen, wie es der geht. Und dann habe ich eben vom Kloster die Telefonnummer der Pfarre gekriegt von Ivankovo und habe dort angerufen. Und ja, die Mari ist ja Lehrerin gewesen und habe halt gefragt, ob
die Mari kennen. Ja, ja, das Uchiteljica. Und der geht, Uchiteljica ist Lehrerin. Und es geht ja, wie es uns halt allen geht, nicht so gut, aber bei uns wird eigentlich direkt im Dorf nicht geschossen, aber sie sind vollgestopft mit Flüchtlingen und es geht ihnen sehr schlecht. Und ob wir ihnen helfen könnten. Da habe ich gesagt, ja, wie helfen? Ja, wir sollen sammeln, sie schicken dann einen Laster und das passt schon. Genau, es hat ja begonnen, ungefähr am 10. Oktober, das Datum weiß ich jetzt nicht mehr genau. Du warst, glaube ich, ja, du warst eh noch daheim, aber du warst ja nicht so viel daheim. Und die zwei sind nach Wien. Der Vati und die Vita sind nach Wien gefahren und haben dort Boden geschmirgelt oder was weiß ich, was sie gemacht haben. Und ich war alleine. Oktober, finster. Und dann habe ich in Ivankovo angerufen. Und man denkt so, und jetzt rufe ich dort an. Ja, das war dieses Loch. Und ich bin dann zum Pfarrer rüber und habe ihm das gesagt. Na gut, machst halt einen Aufruf und sammeln wir halt. Naja, aber wie geht das weiter? Er hat es auch nicht gewusst. Dann habe ich bei der Caritas angerufen und gesagt, ob ich da irgendwelche Instruktionen haben könnte. Die Vollmacht hat gesagt, ja, kommen Sie, ich erkläre Ihnen das alles. Da haben wir uns einen Nachmittag ausgemacht, bin ich reingefahren. Die hat mir dann alles aufgeschrieben, was man beachten muss, dass wir alles anschauen müssen, dass wir verantwortlich sind, was geschickt wird. Nicht, dass ich, wenn jemand eine Backe bringt, sollen wir hineinschauen. Das ist nicht einfach, ja, weil damals war überhaupt noch Krieg, da haben uns auch Kroaten und andere sowas gebracht. Und wir müssen wissen, was da drinnen ist. Und hat eben gesagt, wie die Ladeliste geschrieben gehört und hat gesagt, und sie müssen mitzählen bei jedem Backel, ein Stricherl machen, sich nicht ablenken lassen, weil das muss stimmen. Und je detaillierter, umso besser. Und ja, und die Caritas war uns dann behilflich mit den Zollpapieren und ich habe die Ladeliste mit der Hand geschrieben. Und die haben es dann mit im Computer rein und die Zollformalitäten. Und dann sind wir zum Hafen runter, zum Zoll, da ist plombiert worden. Und da war am Anfang, waren eben die Zöllner zuständig. Und die haben uns schon manchmal ein bisschen, ja, schikaniert. Ja, Caritas müssen wir ein bisschen besser kontrollieren, die schmuggeln Waffen und lauter so. Und einmal haben sie uns wirklich das Auto fast umgedreht. Und da haben wir uns bei den Fahrrädern verzählt. Da waren, glaube ich, statt 3 waren 4. Oder ich weiß nicht mehr. Jedenfalls hat das nicht ganz gestimmt. Ja, da müssen wir noch genauer schauen. Haben sie in jeden Ofen reingeschaut, ob was drin ist. Und da habe ich geschwitzt. Und dann haben sie bei der Caritas eben gesagt, geht's zum Handel. Und seitdem geht es so. Die sind so freundlich und arbeiten so schnell. Das ist richtig schön. Ja.
Da habe ich einmal einen Brief bekommen von irgendeinem Pfarrer aus dem Innviertel oder was das war. In der Caritas haben sie gesagt, sie haben Erfahrung und sie sollen uns sagen, wo sie das hinschicken, wie sie das machen und so. Das war so lustig. Da war ich schon die Fachfrau. Ja, weil es haben sich dann immer wieder Pfarren, haben geglaubt, mein Gott, die Armen, da wollen wir helfen, aber wie tut man da und so. Ja, und ich habe ihnen dann schon gesagt, wie ich es mache. Und ja, sollen es nachmachen, wenn sie wollen. Da sind wir mit dem Herbert seinem Autoanhänger herumgefahren. Wenn wer was gehabt hat, haben wir es abgeholt. Das war unsere erste Reklame. In der Kirche haben wir da so ein Plakat gemacht. Wie wir zusammen begonnen haben, da haben die Leute, wenn sie ein Gewand und so gebracht haben, haben sie uns ein Geld auch gleich gegeben. So viele. Oder nach der Messe, mein Gott, Rosi, weil ich habe da ein paar Mal im Jahr Sammlungen gemacht am Anfang in der Kirche. Und dann haben sie oft das Geld vergessen. Dann haben sie am nächsten Sonntag, ich habe letztes Mal nichts mitgehabt und haben sie mir einen Hunderter in die Hand gedruckt und so. Das war so schön. Ja. Der Straße, eine habe ich einmal bei der Raiffeisen getroffen, hat gesagt, mein Gott, ich habe die schon so lange nicht mehr gesehen, ich möchte auch was beitragen und hat mir Geld in die Hand gedruckt. So ganz inoffiziell. Und das ist schon ein Vertrauensbeweis. Im ersten Jahr, da haben wir ja nicht gewusst, dass es so lange dauern wird und dass das so eine Lawine wird. Und da haben wir halt gesammelt, eben wie die Leute drucken das in die Hand und Aufruf und so. Und wenn wir eben 5.000, 6.000 Schilling benannt gehabt haben, dann haben wir um das Geld Mehl, Zucker und so gekauft und beladen runtergeschickt. Und bis dann wieder genug Geld war, haben wir wieder runtergeschickt. Und da habe ich nur aufgeschrieben, erster LKW, zweiter, so viel Tausender, so viel Tausender. Das war die ganze Buchführung. Und eben nach einem Jahr haben wir dann richtig jeden Groschen eben aufgeschrieben und so und halt Buch geführt. Damals, wie wir es noch nicht so aufgeschrieben haben, haben wir Rechenschaft abgelegt von der Kanzel weg. Mhm. Und dann später haben wir es eben aufgeschrieben. Man wächst mit der Aufgabe so Schritt für Schritt. Man macht dann wieder mal einen Fehler, ist nicht so schlimm. Das ist, wenn man sagt, nein, ich habe keinen Fehler gemacht. Ja, aber man macht einen Fehler und lernt daraus und nächstes Mal weiß man schon, auf was man achten muss. Genau.
Da haben wir unseren 50. LKW gefeiert und haben den Pfarrer aus Ivankovo und aus Nuschta eingeladen zu unserer Feier. Und die waren damals da. Sieht man dort den Pfarrer? Ja, von hinten, da sieht man von vorne. Und die haben einen Schnaps mitgebracht und haben den Leuten Schnaps angeboten. Dann haben sie uns ein Danklied gesungen. Ich glaube auch, dass das Miteinander arbeiten was Wesentliches ist, dass eine Gruppe zusammenwächst. Ja, ja, ja. Ich sehe das beim Flohmarkt auch, was da passiert, wenn es so regelmäßig eine gewisse Zeit ist, wo man miteinander arbeitet, dass auch da was entsteht. Man muss nur den nächsten Schritt sehen, glaube ich, das war es auch im Wesentlichen. Man kann nicht sagen, wir fahren eine 100-Lastung oder 200-Lastung, aber sagen. Kann man so gar nicht denken. Ja, so ist gewachsen. Und das glaube ich, dass bei vielen Sachen ist, wenn was wächst, dann hat es auch Beständigkeit. Wenn es plötzlich in den Tee schießt, dann ist. Dann hat es keine Nachhaltigkeit. Ja. Wenn ihr gewusst hättet, wenn ihr damals schon gewusst hättet, dass einmal zu viel wären. Hätten wir uns ja auch überlegt, ob wir sich das anders. Ja. Ich hätte mich gefürchtet, ich hätte mich nicht getraut. Ja, das war ja am Anfang alles Neuland. Die ganzen Formalitäten. Und wie komme ich zu Sachen? Ich habe einfach immer nachgedacht, wen könnte ich anpumpen? Ne? Und da habe ich eben die verschiedenen Pfarren und. Nein, ich bin eigentlich Bettelmeisterin geworden. Haben wir immer gedacht, wer könnte mir was geben? Und haben wir gedacht, mein Gott, wir haben doch den Haas in der Nähe, da könnte ich doch einmal fragen. Ich habe mich nicht so leicht abschmettern lassen, obwohl mir eine Bekannte gesagt hat, du so bringst nichts zusammen, du musst schon persönlich hingehen. Mit dem Telefon, das bringt nichts. Aber ich habe mit dem Telefon das besser können. So hingehen, habe ich mich nicht so traut. Telefonieren war viel leichter. Da habe ich mich auch nicht abwimmeln lassen. Aber. Ja, und die hat dann gesagt: Du musst was darstellen, du musst dich schön anziehen und was mir die Anleitung gegeben hat, im Persönlichen. Na, das ist mir nicht gelegen. Das kann ich nicht. Und ja, und eine Frau und noch dazu eine, die das nicht gelernt hat, wie soll da jemals was werden? Ja, das habe ich auch überwinden gelernt. Und es müssen nicht nur Männer eben solche Sachen machen und können nicht nur Männer, sondern auch eine gewöhnliche Schneiderin. Ich habe Schneiderin gelernt, habe jung geheiratet, habe Kinder gekriegt und ja, und habe das trotzdem geschafft. Mit Ausdauer und Hartnäckigkeit habe ich das zusammengebracht, was manche eben ein Studium dazu brauchen. Ich meine, ich habe mir eigentlich nie gedacht, ich muss denen beweisen, dass ich das kann. Ich wollte halt helfen und habe es geschafft. Ja. Und ich habe auch inzwischen einige Caritas-Kurse gemacht, so verschiedene. Und da habe ich halt auch gelernt, ja, dass man Ausdauer braucht. Und mehr als ich kann, kann ich nicht. Und was ich kann, das mache ich gern. Und wenn ich einmal nicht schlafen kann, dass ich mich so sorge, dann ist das einfach zu viel und das muss ich beiseite schieben und aufhören. Das habe ich auch gelernt. Weil am Anfang habe ich ja nicht schlafen können, bevor der Laster nicht weg war. Das war schon. Und ich habe schon mit der Zeit eben gelernt, das geht nicht. Abschalten. Und jetzt wollte ich nicht so fromm daherreden, aber jetzt sage ich es halt trotzdem. Was, ja. Ich habe mir manchmal so am Abend gedacht, wenn es, ach Gott, das geht nicht, das schaffe ich nicht. Und man denkt, ja, lieber Gott, wenn du willst, dass ich das mache, dann hilf mir. Und sonst geht es halt nicht. Wenn es gehen soll, dann hilf mir und mit Geduld und Gott vertrauen. Und wenn man das nicht hat, ja, geht es vielleicht auch bei manchen, bei mir nicht. Das bin halt ich.
Das habe ich auch gelernt, das bin halt ich. Weil früher, ja, die kann das und die ist so schön und die ist so groß und die nicht. Ist das heute so ein Tag? Ja, heute ist so ein Tag. Aber probieren wir es einmal, ne? Bist du denn mit dem Mann auch so da? Ja, ja, die hat auch komisch, oder was? Ja, der eine ist krank, der andere ist so verhindert. Heute haben wir einen Stress gehabt. Eigentlich sind die Details unwichtig, weil es gibt immer irgendwo Leute, die in Not sind. In dem Fall hat alles begonnen im Balkankrieg 1991. Große Teile von Ostslawonien waren besetzt und hunderttausende Leute haben ihre Heimat verloren. Die meisten von ihnen sind in der Gegend geblieben und haben in die umliegenden Regionen jahrelang auf die Heimkehr gewartet. Sie haben notdürftige Unterkünfte improvisiert, in Eisenbahnwaggons, Scheunen, Ställe und Baracken. Und manche haben auf dem blanken Erdboden geschlafen. Es hat an allem gefehlt. Aber die Reaktionen überall auf der Welt waren sehr unterschiedlich. Den anderen war es egal, weil es in der Gegend sowieso kein Erdöl gibt. Bei Nachbarn in Not hat es wiederum Spendenrekorde gegeben und andere waren einfach nur schadenfroh. Sie haben gesagt, ihr habt uns damals alles weggenommen und jetzt geht es euch genauso. Sehr gut. Das waren die, die im Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verloren haben. Sie waren jahrzehntelang verbittert über das Leid, das ihnen zugefügt worden ist. Und die Verbitterung ist umgeschlagen in Abscheu und Hass. Man hat in den Opfern nur mehr die Gesichter der damaligen Täter gesehen.
im Laufe unseres Sammelns hat sich die Kindergartenleiterin gemeldet und hat mich gefragt, Frau Hoog, wir basteln so gern, können wir Ihnen was bringen? Gibt es dort Kinder? Habe ich gesagt, ja, dort gibt es sehr viele Kinder. Und da haben sie eben Sachen gebastelt und kleine Bäckchen gemacht und für Weihnachten haben sie uns das eben gebracht. Ja, oder für Ostern haben sie uns auch dann so Osternesteln und das haben wir dann in Schachteln ganz vorsichtig eingepackt, dass nichts kaputt wird. Und unten haben sie sich sehr gefreut und der Pfarrer hat es dann in der Kirche verteilt. Ja, das sind Dankbriefe der Kinder aus Ivankovo an die Kinder in Österreich. Und diese Dankbriefe habe ich ihm aufgeklebt und habe sie in den Kindergarten gebracht und die haben sie halt dann auch hängen gehabt und in einigen Kindergärten, die uns geholfen haben. Und dann habe ich sie in die Kirche gehängt. Und da hat uns die Schwester, die Kindergartenschwester, ihm erzählt, dass die sehr traumatisiert sind, die Kinder. Und einmal, das war auch ziemlich zu Beginn der Aktion, da hat der Pfarrer von Ivankovo gesagt, es ist so kalt, die Leute haben keine Öfen und Holz täten schon irgendwie zusammenbringen und so klumpert zum Heizen, aber Öfen fehlen. Und dann habe ich beim Rundfunk angerufen und habe ihm gesagt, ob man da einen Aufruf machen könnte. Und ja, und hat sie gesagt, das können Sie selber machen, das machen wir nicht. Und mein, ich habe mich gefürchtet, wie tue ich da? Hat gesagt, nein, ich rufe Sie in einer Stunde wieder an und dann sagen Sie wieder das Gleiche, was Sie mir gesagt haben. Dann habe ich es halt gemacht und habe halt, ja, die frieren da unten und die bräuchten ganz dringend Heizöfen und habe halt das formuliert und vorgebracht und meine Telefonnummer und durchgeben und Kontonummer, falls jemand Geld spenden möchte. Geld ist zwar nicht gespendet worden, aber Öfen haben wir sehr viele bekommen. Die Leute haben selber gebracht, von weit her, ich glaube sogar vom Attersee ist wer gekommen. Die haben angerufen, ja, wir hätten zwei Ölfallen, ja, bitte, gerne. Und da haben wir die Garage voll gekriegt mit Ölfallen. Das war so, also das war wirklich schön. Da hat man sagen können, wir haben wieder Wärme hinuntergeschickt. Jedenfalls habe ich da Namen von Bauern gehabt und habe gefragt, ob wir was kriegen könnten. Ja, um einen Schilling. Ein Kilo Erdäpfel und Kraut und da haben sie dann noch Zwiebeln dazugegeben und die haben uns eh so viel geschenkt. Und dann habe ich eine Sammlung gemacht, so und so viel passen auf den Laster und dann sind eh zwei gekommen. Und das war so toll, da haben die Leute dann, bin ich mit dem Körbchen gestanden und der Sepp, der hat dann gesagt, so, da hast du einen Sack Erdäpfeln, oder mal ins Kerwal rein. Und das war eben das Schöne, die Leute haben gewusst, für was. Und da haben sie es auch gern gegeben. Dann haben wir eine Aktion gemacht, Weihnachtskekse für Ivankovo. Dann haben wir immer Anfang Advent, ist der Laster runtergegangen, so, oder Mitte Dezember. Und eine Woche vorher haben wir einen Aufruf gemacht, die Leute sollen uns Keksal bringen und da haben sie schachtelweise Keksal gebracht und die haben wir dann vor Weihnachten runtergeschickt. Das war natürlich auch schön. Und einmal hat die Frau Gölles, die Religionslehrerin, den Zeitpunkt versäumt und hat uns, wie der Laster schon weg war, Kekse gebracht und wir haben es natürlich nicht abgelehnt, haben sie auch nicht selber gegessen. Die haben wir aufgehoben. Und beim nächsten Laster im Jänner haben wir es dann nach Bosnien gezahlt, weil da hat der Pfarrer Frock gesagt, mei, der ist noch viel ärmer, wir sollen es dem schicken. Und dann haben wir dem einen Laster geschickt und einen großen Karton mit Keksen, selbstgebackenen.
Und der hat, dann habe ich ihm angerufen, ob er alles gut angekommen ist. Ja, danke, danke. Das ganze Haus duftet nach Weihnachtskeksen. Er hat sich so gefreut. Nee, es hat sich irgendwie auch herumgesprochen, dass also die Pfarre gebrauchte Möbel, die nicht mehr benötigt werden, holt oder dass die gebraucht werden können. Ja, und wir haben einige Leute gefunden in der Pfarre, die dann wirklich mit sehr großem Einsatz das gemacht haben. Das ist oft eine sehr mühsame Arbeit. Und wenn das Lager wieder voll war, dann haben wir also mit der Frau Hock Kontakt aufgenommen und die hat dann geschaut, dass wieder ein Transport organisiert wird. Und so hat sich das also über die Jahre entwickelt. Und mir scheint das also auch einfach auch die ideelle Seite dieser ganzen Aktion ganz wertvoll, nämlich dass wir auch zum Ausdruck bringen, für Sachen, die noch brauchbar sind, die sollen wirklich schauen, dass man es noch verwendet und nicht einfach da nicht haben in unserer wirklich krankhaften Wohlstandsgesellschaft, ja, wo wir nicht mehr wissen, wo wir mit unseren Müll und Opfer hin sollen. Und das sind wirklich oft Sachen dabei, Möbel, Güter, ja, die noch einfach noch sehr, sehr gut und intakt sind und einfach nur benutzbar sind. Und damit kann sehr viel Sinnvolles und Gutes geschehen. Es muss nicht wer da sein, der das Ganze in die Hand nimmt, koordiniert und dem soll auch nicht zu blöd ist, dass er die Arbeit macht. Und da ist ein sehr Plag dabei und das ist oft eine Schinterei gewesen. Ich frage oft, wenn wer kommt, sind Sie aus Traun? Dann sagen Sie, nein, von Enns oder von was weiß ich, wo überall herkommen Sie. Und weil es mich eben interessiert. Und die haben Verwandte und die Verwandten sagen es weiter. Und da war eine Frau aus Asten und die hat Zetteln geschrieben und dann bei ihren Nachbarn überall an die Tür gehängt. Und die haben ja dann so viele schöne Sachen gebracht und die hat es dann uns gebracht. Also das war so schön, das hat mich so gefreut. So Eigeninitiativen. Ja, von der Gemeinde schicken sie uns bedürftige Leute. Die kommen Montag um 9 oder ein bisschen später. Und wir lassen sie dann aussuchen, was wir haben. Wir haben auch nicht immer gerade das, was die brauchen. Ja, die Verleisch hat jedes Jahr für uns Socken gestrickt, für nach Kroatien zum Schicken. Und so haben sie eben ausgeschaut. Das hat halt vernarrt gehören erst. So, ja. Vorhin habe ich so wieder zusammengehängt, ja. Mit einem Bandel, mit einem Faden, ja, ja. Weil da haben sie mir einmal geholfen, meine Kinder. Die Großen halt damit sie nicht untereinander kommen. Ja, da haben sie mir geholfen und der Walter hat gesagt, so ein Blödsinn muss da überall durchstecken. Hat Gummiringe genommen und hat es zusammengehängt. Genau. Aber nichts gesagt drauf. Nächsten Tag habe ich die Gummiringe wieder runter. Dann denke ich mir, wenn da wer schauen will, wie groß es sind, nicht? Ja. Dann sind sie lose. Und so habe ich es dann da zusammengehängt mit dem mit den Faden und zusammenbunden. Nicht? Ja. Dann waren sie beisammen. Und da habe ich mir gedacht, da kommt ja alles durch. Da wer sucht. Oder eben, sie haben ja öfter ein paar die gleiche Farbe ein paar gemacht. Das ist doch, da hat man immer die Wolle mitgebracht von Wien. Sagt sie, das zahlt sie die Wolle. Bei der haben wir uns noch gar nicht bedankt. Das habe ich gar nicht gewusst. Na, das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Also es zieht weite Kreise. In Wien überall helfen sie uns. Wir haben einmal was geschickt, was sie eigentlich unten nicht brauchen haben können. Ich habe geglaubt, es ist wunderbar was Kostbares. Und ja, und dann war es aber eigentlich ein Sondermüll. Und ich habe gelernt, eben viel kritischer zu sein. Einmal haben wir von einem Pfarrer Kirchenbänke gekriegt. Und die waren im Keller gelagert und der Pfarrer fragt, hat sie gut brauchen können. Und während dem Rauftragen haben wir bemerkt, die haben sehr gelitten und die im Kellerquartier, die waren schon ziemlich morsch und halt. Und der Pfarrer hat sie auch ein bisschen geniert, dass er sowas herschenkt. Der hat uns dann
ich weiß nicht mehr wie viel, aber sehr viel Geld gegeben für Transportkosten und für den Pfarrer, für seine Caritas. Das war dann der Ausgleich. Da sieht man eben den Unterschied. Der Pfarrer, dem war es peinlich, der hat das wieder gut machen wollen. Und andere, die bringen ihr Zeug, nur um es loszuwerden. Ja, da haben sie, auf der Gemeinde ist ein Feuerwehrauto, halt bei unserer Feuerwehr ist ein Feuerwehrauto ausrangiert worden und haben sie eben gefragt, von wo können sie sowas brauchen. Ich habe natürlich gleich unten angerufen und er fragt, er braucht wirklich alles. Der hat gleich gesagt, ja natürlich brauchen wir sowas. Und ja, dann, bis die dann das Neue gekriegt haben, haben sie das Alte übergeben, das war ganz feierlich, sind die Neuen eingeweiht worden, da waren Politiker da und Pfarrer alle und so weiter. Und der Frock und zwei Feuerwehrmänner sind eben raufgekommen, haben dieses Auto übernommen. Mitten in der Nacht sind wir im Dorf angekommen, er mit den Tüten da, sind wir durchs Dorf gefahren, habe gesagt, der weckt alle Leute auf, wenn der Pfarrer heimkommt, da können sie die ruhig wissen. Und die haben uns dann schon erwartet und nein, es war so schön. Ein Fest haben sie gemacht, Folklore, Tänze und richtig. Man sieht also, es ist nur eine Ausrede zu sagen, dass man selber machtlos ist. Weil die Frage, was kann ich als kleines Rädchen tun im rostigen Getriebe der Welt, die lässt sich leicht beantworten. Einfach einmal anfangen. Aber der Film will ja nichts beschönigen. Es hat immer auch mit sehr viel Arbeit zu tun, was bewegen zu wollen. Und wir wollen auch nicht in den esoterischen Chor einstimmen, dass alles möglich ist, wenn man nur stark genug dran glaubt. Nein, ganz sicher nicht. Das war ein infantil magisches Denken. Aber wir haben auch gesehen, dass man mit den Aufgaben wachsen kann. Also am Anfang ist es eben nach Iwankowo gekommen, wo eben die vielen Flüchtlinge waren. In dieser Wohnung haben zwei Mütter, zwei Schwestern mit ihren beiden Babys gewohnt. Und das war so wie ein Schuppen, so klein und mit Erdboden, da war nicht einmal ein Fußboden drinnen. So neu beieinander haben die gehaust. Da sieht man diese Enge und da spielen Kinder und rennen herum. Und da sind wir dann in ein so eingeladen gewesen, sind wir reingegangen und sofort wird der Kaffee gekocht und aus Plastikbechern, so Rahmbechern und so kriegst du dann Kaffee. Aber sie bewirten dich. Das Lager hat so ähnlich ausgeschaut wie das Lager, wo ich als Kind war. Da waren in Iwankowo Bosnien-Flüchtlinge und die haben in Eisenbahnwaggons gelebt. Und die Familie mit ihren Kindern, die haben, ich weiß gar nicht mehr, war das ein ganzes Abteil oder ein halbes Waggonabteil. Waren Stockbetten und da hat man gar nicht eigentlich nur sitzen und schlafen können, sonst gar nichts. Wenn schlecht Wetter war, haben die Kinder schön brav sein müssen. Sonst haben sie draußen herumlaufen können. Zwei Schwestern waren das und die haben gesagt, wir haben aus unserer Heimat ein bisschen Erde mitgenommen. Ein Gebetbuch und ein Rosenkranz. Das war ihre Heimat. Und sie glauben halt nicht, dass sie ihre Heimat wieder sehen werden. Ist auch eine deutsche Gruppe dort gewesen mit einem Auto
Und die haben Sachen gebracht und gleich selber verteilt. Und da habe ich eben gesehen, dass das nicht so richtig ist. Weil die Leute haben direkt gestritten. Und das. Da sieht man, wie die Leute mit einem Ausweis ins Hinkommen. Haben mir einen Flüchtlingsausweis oder dass sie eben bedürftig sind, hergezeigt. Und der hat alles aufgeschrieben. Der Miki, der Caritas-Chef, der ist jetzt noch immer bei der Pfarrcaritas, kümmert sich noch immer um die Armen und hat uns jetzt gebeten, wir sollen ihnen wieder was schicken. Und dann ist es dorthin gekommen, wo alles zerstört ist. Und dann ist nach Osijek, dort ist auch alles zerstört gewesen. In diesen Häusern haben Leute gelebt, die auf einer Seite haben sie raus dürfen und auf der anderen ist geschossen worden. Da haben die Kinder nur hinten im Hof spielen dürfen und gar nicht rausgehen. Das war mal so ein schönes, großes Krankenhaus und es war schon ziemlich modern. Und da sieht man eben alle Fenster zerschossen, kein Dach oben, wie ein Vogelhaus. Im Keller haben sie weitergearbeitet, weil sie haben ihre Kranken versorgen müssen. Mhm. Und haben dann auch wieder kleinweiß renoviert und da haben wir dann Glas geschickt und für Fenster. Und dann ist eben der Herr Pfarrer Frock, der war zuerst Kaplan in Ivankovo, durch den ist das eben entstanden, das Ganze. Der ist dann nach Osijek gekommen, hat dort Kirche gebaut, hat ganz nahe an der Front eben gelebt und da waren, bei denen war alles zerstört und die Leute waren froh, wenn sie die Möbel gekriegt haben, die wir geschickt haben. Und damals haben wir so viele Möbel vom IKEA gekriegt. Und in der Kirche war dann so ein kleines Kasterl als, wie sagt man denn, wo das Allerheiligste drin ist. Jetzt kann ich es nicht sagen, wo die Monstranz drin ist. Und dann ist er eben nach Podrawski Podgajcy gekommen, das unser Pfarrer nicht aussprechen hat können, wenn wir einen Aufruf oder einen Danke gesagt haben. Und dann hat er dort wieder Kirche bauen begonnen. Da hat er dann 4 Pfarren gehabt. Und dann ist er von dort wieder versetzt worden, nach wo er jetzt eben ist, in Wuka, da baut er wieder umeinander. Und überall wird wunderschön eingerichtet mit unseren Möbeln. Ja, und in Podrawski, in der Stadt daneben, hat er ein Haus geschenkt gekriegt und da hat er ein Altersheim eingerichtet. Und da haben wir von allen Altersheimen in unserer Umgebung, Leonding, Traun, Heid, haben wir Möbeln bekommen und die haben wir geschickt und ja, wir haben uns das Altersheim angeschaut. Vukova zum Pater Ante. Sie sagen dann, nein, der ist noch ärmer. Und Bosnien einen und sonst in Nordkroatien und Ost-Vukovar und Nuštar und diese Orte, die völlig zerstört worden sind. Kosovo haben wir 6 Laster hingeschickt und da haben wir Decken und so schöne Sachen von Türken gekriegt. Und die haben uns geholfen, die haben es aufgeladen und na, das war so lieb. Und da haben wir auch zum Frocklaster geschickt für Kosovo Flüchtlinge, die in jetzt weiß ich nicht, wie es heißt, Bejakovo waren. Da war so ein Lager, ganz ärmlich. Wie jetzt eben die Überschwemmung in Rumänien war, da habe ich sofort bei der Caritas selber angerufen und habe gesagt, sollten wir das nicht euch bringen oder nach Rumänien schicken. Dann hat der in der Caritas gesagt, unser Lager ist voll in Linz, wir können nichts annehmen und in Rumänien ist auch das Caritas-Lager voll, sie kommen nicht an die Leute heran, weil die Straßen und alles überschwemmt ist. Da müsste die Regierung erst einmal schauen, dass wir dorthin können. Und das habe ich dann den Leuten weitergesagt, weil
dann gleich begonnen haben, wieso nicht dorthin? Ich habe gesagt, weil dort können wir es nicht hinschicken. Sie können es ja selber. Wir begleiten gerade einen LKW in ein Gebiet, das gekennzeichnet ist durch einen grausamen Bürgerkrieg. Nachbarn haben gegeneinander gekämpft und sie gegenseitig abgeschlachtet. In Vukovar zum Beispiel, einer Stadt mit 30.000 Einwohnern, sind ungefähr 15.000 Menschen gestorben. Vukovar war eine blühende Industrie- und Handelsstadt. Eine Stadt in der Mitte, in einem von den landwirtschaftlich fruchtbarsten Gebieten von Mitteleuropa. Vukovar war ein Angelpunkt zwischen Zagreb und Beograd. Jetzt ist es ein trauriger Randbezirk, in einer unproduktiven Wildnis. Die Förder sind noch immer vermint. Und die zerstörten Brücken über die Donau sind nie wieder aufgebaut worden. Die Bewohner sind verbittert, arbeitslos und depressiv. Ja, meine Eltern, mein Vater war Donauschwabe und meine Mutter Kroatin. Ja, und später eben, weil mein Vater Schwab war, haben wir flüchten müssen.
Wenn auch eine Krate gewesen wäre, wäre das was anderes. Da hätten wir daheim bleiben können. Meine Mutter ist mit 3 Kindern geflüchtet und mit der Oma. Der Vater war im Krieg. Und die 2 Geschwister, wir sind dann alle sehr krank geworden, bis wir nach Österreich gekommen sind. Haben alle Typhus gehabt, meine Geschwister sind gestorben. Und nachher habe ich noch 2 Geschwister bekommen. Warte mal, 3. 2 sind als Babys gestorben. Mhm. Nein, 3 als Babys, 2 in Österreich. Mhm. Sind 5 und 3, ja. 8 wären wir insgesamt. Wir waren ja zuerst nicht sehr willkommen und geliebt, die Lagerkinder. Und der Pater Fuchs, das war Don Bosco Pater, der hat sich um uns Lagerkinder eben gekümmert. Der ist ins Lager gekommen, hat uns in die Kirche eingeladen, hat uns auf die Erstkommunion vorbereitet und gespielt mit uns und getobt und geschrien. Und es war einfach schön, so dass wir unseren tristen Alltag beiseite schieben haben können. Und ja, und die Don Bosco-Schwestern, die waren auch so lieb, sind wir nach der Schule immer hingegangen und haben dort gespielt, haben oft aufs Heimgehen vergessen und haben dort Freunde gehabt. Und ja, ich mir einfach, das wollte ich auch noch sagen, ich habe mich seitdem in meinem Leben in der Kirche wohlgefühlt und beheimatet gefühlt. Und das führe ich schon auf das zurück, eben auf diese Lagerzeit, weil daheim sind wir eh nicht in die Kirche gegangen. Da war das ziemlich verboten. Ich bin dort zur Erstkommunion gegangen, habe nicht einmal ein weißes Kleiderl. Ich habe mich schon ein bisschen leid gesehen, ja. Und das Helfen habe ich eigentlich schon auch dadurch gelernt, dass ich weiß, was es heißt, am Rande der Gesellschaft zu sein. Andere haben das und das und das und ich habe das nicht. Und da habe ich schon sehr oft leid gesehen und habe auch sehr, ja, habe mich sehr gefreut, wenn wer geholfen hat. So wie Müllviertel, wie wir da angekommen sind, haben wir Teller und Geschirr gekriegt. Und das, ja, und ein Mantel hat mir eine genäht aus einer Decke. Und das war einfach, ich war noch klein, aber das habe ich mir gemerkt. Das war einfach schön. Das wollte ich eigentlich weitergeben. Helfen und spüren, dass jemand was braucht. Das habe ich da gelernt. Und die Schwester Rosa hat einmal so was Schönes gesagt, das hat mich so gefreut, am Telefon. Dann habe ich einmal so Putzwolle, so Stahlwolle runtergeschickt zum Geschirr abwaschen. Das war irgendwo so billig und ich habe es gekauft und geschickt und hat gesagt, mein Gott, ich denke halt so mit und man spürt es, dass ich an sie denke. Und dann hat sie gesagt, wie gern muss der liebe Gott sie haben, dass sie so viel Liebe hergeben können. Das war so, ja, ich war im Himmel, wenn ich es gehört habe. Das war so schön. Das hat mich irgendwie so, ja, froh gemacht. Thank you.
Das Papst Johannes, 23. hat gesagt, ich tue, was ich kann, das andere macht des Lebens Gott. 156 LKW. Das ist eine lange Straße mit LKW. Und das so arbeiten, Packung und bezahlen und fahren und ja, zu viel. Send Caritas in Stadt wird auch genossen, wer hat genommen, der bringt die Caritas. Für die armen Leute, wer braucht etwas, das ist auch gut. Man lernen, dass wir kann, jemand auch zu helfen. Nur Hilfe zu bekommen, Hilfe auch zu geben. Uns hat etwas geholfen. War gut. Das jetzt können wir Ihnen helfen. Das ist unsere Sache, das zu lernen. Ich mag gar keine Zeitungsberichte mehr, weil Geld kommt dann sowieso keins. Von, wenn ein Bericht in der Zeitung war, ist noch nie, da habe ich immer die Kontonummer, ist noch nie ein Groschen reinkommen von dem. Ich kriege das Geld nur von, wenn ich in der Kirche sammel, Opferstock oder eben persönliche Anrufe und Bittschreiben, aber von der Zeitung nicht. Da werden wir nur überhäuft mit Bekleidung, die die Leute loswerden wollen. Und die stellen es uns dann vor die Tür und andere räumen es dann aus und dann schaut es aus. Und ja, das bringt einfach nichts. Und diesen Bericht möchte ich auch nur als Anleitung. Mhm. Und Sie können mich ruhig anrufen, wie man das macht, wenn Sie es dann nicht ausführlich genug gehört haben. Ja, ich kann mich an kein Erlebnis erinnern, das mich so beeindruckt hat wie das. Man erlebt ja, wenn man so bald 90 ist, erlebt man ja einiges. Aber wirklich ist das... Also immer noch so die Freude, dass ich da mitgetan habe. Ne? Ich hätte ja keine Lust haben können. Ne?
genau. Irgendwo Karten spielen. Bitte? Karten spielen hättest du ja irgendwo können. Den Pensionisten. Schnapsen. Und verlieren. Und da warst du immer bei den Gewinnern. Ja. Ja, ich bin heute noch sehr dankbar.